Ja, ist denn das eigentlich ein Top-Spot vom Moskitosee hier direkt am Anleger? Ich würde sagen ja, und zwar gerade, wenn man mit der Stippe unterwegs ist und die ersten Schritte im Game macht. Wir haben gerade früh morgens, ich stehe hier am Moskito direkt am Anleger. Man startet ja hier quasi ganz in der Nähe, geht quasi runter zum Wasser und ist direkt hier am Anleger. Also eine der Stellen, ja, die eigentlich nicht besonders sind. Nichtsdestotrotz ist das eine Stelle, wo man ganz viel Verschiedenes fängt. Und man kann das Ganze ja hier, ich sag mal, spotmäßig auch ein wenig ausweiten. Das heißt also, wir können jetzt weiter nach rechts gehen, wir können auch weiter nach links gehen. Ich gucke mal eben, was hier jetzt gerade dran rumzuppelt. Und dementsprechend gehen hier eben auch verschiedenste Fische rein. Und wenn wir den Begriff des Spots mal ein wenig größer fassen, haben wir halt hier jetzt an diesem Anleger, ja, ich würde sagen, fast drei Möglichkeiten, vier Möglichkeiten zu angeln. Na, was haben wir da dran? Da, mit Hebebiss. Hebebiss, komm ran, hier eine kleine Karausche. Also, wir könnten hier links hinwerfen. Hier links an der Stelle immer wieder gute Stellen oder immer wieder auch eine gute Stelle. Gerne auch für die Karauschen oder für Giebel. Auch mit den Grundruten. Das heißt, wenn ihr später mit der Grundrute unterwegs seid, könnt ihr euch hier hinstellen, kurz auswerfen und hier dann probieren, auf Karauschen zu gehen. Gegenüberliegend übrigens auch, ich kann das auch nochmal verlinken, da gab es auch schon mal verschiedene Videos zu, gegenüberliegend da drüben, wo das Boot ist, da gibt es auch nochmal einen Spot. Dann kann man hier natürlich ganz normal, wie in der Tutorial-Serie fürs Posenangeln, zack, sich hier hinstellen. Auch die Tutorial-Serie verlinke ich nochmal, wenn du gerade anfängst mit dem Game, auf jeden Fall reinschauen. Das ist die 2020er Tutorial-Edition sozusagen, aufs Wichtigste konzentriert und zusammengefasst. Die wichtigsten Infos, die man wissen muss, um hier gut klarzukommen im Game, ohne dass einem alles um die Ohren fliegt hier und die Ruten und die Schnüre durchreißen. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und in dem Tutorial angel ich auch zum Beispiel hier an der Stelle, weil man ja gut vorwärts kommen will. Auch als Anfänger willst du ja so viel wie möglich rausziehen, gute Qualität rausziehen, vernünftige Brocken und natürlich dann auch dein Silber machen, dass du so schnell wie möglich dir auch besseres Setup leisten kannst. Und das, hoppala, das kann man natürlich hier an der Stelle. Ich stehe auch deswegen tatsächlich gerade mit dieser Starterroute hier. Und die sieht halt wie folgt aus. Das ist einfach das Starter-Set Express Fishing als normale Stippe. Die normale Schnur ist hier drauf, 3,1 Kilo. Natürlich in der Tragfähigkeit unter der Tragfähigkeit der Route. Und dann habe ich hier allerdings schon einen etwas besseren Haken gekauft. 18er Haken in der etwas besseren Qualität hier. Diese roten nehme ich anfangs immer ganz gerne. Und ja, sie sind einfach ein bisschen schärfer als dieser Original-Standardhaken, den man sonst hat. Das ist wie so ein Kleiderhaken, den kannst du gar nicht verwenden eigentlich. Ganz, ganz, ganz schlimmes Gerät, aber ist halt gratis für den Anfang und man muss sich halt so ein bisschen hocharbeiten. Ne? Regenwurm drauf, bester Köder für den Anfang, hoppala. Regenwurm drauf, bester fleischiger Köder. Made kann man natürlich auch verwenden, das kauft man ja auch im Tutorial bereits. Und natürlich auch den Brotteig, den stellen wir auch her. Gerade wenn man so auf Friedfische aus ist, auf Giebel und Karauschen, dann natürlich auch den Brotteig verwenden. Ich sollte mal ein bisschen auf das Zuppeln achten. Ja, wie gesagt, das dann verwenden. Guck mal da, der ist sogar immer noch dran geblieben, der Fisch. Sehr, sehr anfängerfreundlich. Und dann versuchen wir hier, jawohl, die Brocken rauszuziehen. Die Größe der Fische ist für den Anfang gar nicht so relevant, denn wir wollen Kaffeeaufträge absolvieren. Und in den Kaffeeaufträgen am Moskitosee sind ganz, ganz kleine Fische auch häufig gefragt. Deswegen alles mitnehmen, alles rausziehen, was ihr könnt, egal wie groß, denn selbst mit den unmaßigsten Fischen können wir häufig noch Kaffeeaufträge absolvieren. Stellt euch an Moskito,
verkauft nichts, schmeißt nichts wieder rein, auch wenn das irgendwie ein bisschen mehr XP bringt. Das ist überhaupt nicht relevant. Wir wollen hier alles rausziehen, was geht. Und hier auch der ist ja, hat ja jetzt hier kein Häkchen. Das ist ein unmaßiger Fisch. Aber auch der Barsch findet bestimmt im Café irgendwann seinen Abnehmer. Voll machen den Kescher, das ist wichtig, dass man ganz viele Fische zur Auswahl hat. Und dann geht man hin zum Café und verkauft so viel wie möglich über das Café. Anfangs ist natürlich das Probieren und Rumstippen hier wirklich schwierig, weil man eben häufig diesen Anschlag nicht setzen kann. Das hängt natürlich auch mit dem etwas schlechteren Haken zusammen. Noch ein Grund, warum ich eben die etwas besseren Haken gerne kaufe. Ansonsten muss man eben auch so ein bisschen rumprobieren, wo stehen die Fische. Das ist eben natürlich auch an diesem Spot hier immer wichtig. Nachts würde ich versuchen, eher etwas grundnäher zu angeln. Das heißt, ihr lasst das mal ein bisschen runter, hier auf über einen Meter Tiefe vielleicht. Da einfach mal ausprobieren, wie tief das hier ist. Dass die Pose immer noch schön steht, aber eben keine Grundberührung direkt ist. Das funktioniert dann immer ganz gut. Und tagsüber dann vielleicht auch nicht unbedingt weiter hier mit dem mit diesem fleischigen Köder rumhantieren, mit dem Wurm, sondern dann vielleicht auch einfach mal testen, ob nicht da die Karauschen besser auf dem Brotteig funktionieren. Wir versuchen den hier jetzt nochmal zu landen. Gucken wir mal, dass er jetzt richtig schön abgeht hier. Und wenn er runtergezogen hat, dann zack, den Anschlag setzen. Einfach nur linke Maustaste nach oben. Und dann hakt das auch schon gleich. Na, ja, da zieht er ab und er hat nicht gehakt. Ha, passiert. So, das heißt, ich drücke nochmal eben V und dann wechseln wir hier den Köder auf den ganz normalen Brotteig. Hier unten ist er, Weißbrot, das hat man ja anfangs auch. Und ich habe hier gerade von der Tiefe habe ich hier eingestellt, mit Plus und Minus verändert man das. Mit Plus gehen wir mal hier auf 50 cm. Werfen das so ein bisschen aus. Und dann gucken wir mal, was da reingeht. Ja, nichtsdestotrotz wichtig, dass man eben auch hier viel probiert, viele Köder ausprobiert. Das ist immer das A und O. Und ihr könnt natürlich auch den Spot wieder ein bisschen weiter begreifen, dass man auch sagt, okay, man geht auch mal auf diese Seite von dieser Schilfkante. Testet das eben an beiden Seiten. Jetzt mal wieder hier schnell zurück zur Stippe. Und da ist auch schon was dran, jawohl. Und probiert und probiert. Also durchaus, wie gesagt, hier die gesamte Ecke, die gesamte Area testen mit verschiedensten Ködern, mit verschiedenen Höhen. Gerade wenn ihr mit der Stippe unterwegs seid, es ist besonders schwierig mit der Stippe. Ihr fangt nicht so leicht die Fische, weil das Anhaken schon schwierig ist. Ihr müsst die Höhen variieren. Die Höhen variieren dann auch nochmal weiter mit den Temperaturen. Das heißt also, wenn es sehr, sehr warm ist, dann kann man auch mal ruhig in dem flacheren Uferbereich eher probieren. Wenn es dann eher kälter ist, dann vielleicht dann auch ein bisschen weiter rauswerfen. Dann auch da wieder mit den Höhen variieren. Also ihr habt sehr viel zu tun anfangs mit der Pose, mit der Stippe. Manche Fische sind tendenziell eher an der Oberfläche, die Lauben zum Beispiel, die mögen dann vielleicht sowas wie anfangs mit der Fliege oder Zuckmückenlarve kann man das probieren oder mit der Made, dann sehr oberflächennah. Also man muss viel rumprobieren hier, wenn man mit der Stippe gerade aktiv ist oder wenn man da halt Bock drauf hat, wenn Stippen vielleicht euer Dingen genau ist, ihr wollt mit der Pose romantieren, dann kann man das natürlich ganz gut machen. Oder ich wechsle dann irgendwann im Laufe der Zeit immer zu diesem Gerät. Das hatte ich ja auch in einem anderen Video hier aus dieser Serie auch schon gezeigt. Das ist dann hier die Bollo. Das ist die günstigste Bollo. Kostet so ungefähr 70 Silber. Kriegt man eigentlich relativ schnell zusammengefarmt. Aber wenn man eben Lust hat aufs Posenangeln und man hat das Stippen schon überlebt, dann kann man das natürlich auch gerne machen, dass man hier mit so einer Bolognese-Route dann rangeht. Hoppala. Ich finde, damit hakt es auch nochmal deutlich leichter, weil das Prozedere ein anderes ist. Man muss einfach nur die Rolle hier auf höchste Einstellgeschwindigkeit, Einkurbelgeschwindigkeit stellen. So, guck mal, da ist sogar schon wieder was dran. Und dann kurbeln wir einfach nur schnell ein mit gedrückter Shift-Taste. Ganz schnelles Einkurbeln und zack, ist das Rotauge schon dran. Deutlich einfacher als im richtigen Moment hier den Anschlag zu setzen, hochzuziehen, die Schnur immer, wenig Schnur an der Oberfläche zu lassen.
und dann hier die Brocken rauszuziehen. Ja, so viel zu diesem Spot für Anfänger. Guck mal, da ist schon wieder was dran. Hoppala, verkehrte Route. So viel zu diesem Spot für Anfänger. Siehst du, schon wieder dran. Selbst unter Wasser noch gehakt. Also, wenn ihr Bock habt aufs Posenangeln und Bock habt, am Moskito zu angeln, hier an der Stelle auf jeden Fall probieren. Es ist einer der wichtigsten Spots. Einen anderen Spot hatte ich auch schon benannt, beziehungsweise ein anderer Spot kommt auch noch hier in der ganzen Serie zum Moskitosee. Da kann man dann auch gut Frösche angeln. Auch immer wieder gut. Guck mal, das war hier so ein Hebebiss. Und an die andere ist auch schon wieder raus. Also ihr seht, Frequenz ist da. Frequenz ist da, auch mit der Pose. Nicht nur, zack, nicht nur mit den Grundruten kriegt man Frequenz hin und kann hier die Brocken rausziehen. Auch wie gesagt, als Posenangler schafft man das. Man muss natürlich beim Posenangeln die Bollo-Route das erstmal freigespielt haben. Das heißt, ihr quält euch doch ein wenig hier durch die ersten paar Level, die ersten Skillpunkte, Prozente, und dann habt ihr irgendwann Bollo frei und dann Vollfahrt. Bollo-Montage und sowas würde ich jetzt nicht skillen. Ich glaube, das Wichtigste hier zu skillen sind hier die Laufposen-Montage. Alles Weitere wird natürlich im Tutorial erklärt. Gönnt euch das Tutorial, zieht raus die Brocken hier am Moskito auf Pose. Und den nächsten, den muss ich auch gleich holen. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Daumen da lassen. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren, damit auch die nächsten Tutorials nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.